Ja, hallo. Ich befinde mich hier in Aue und bin gerade auf dem Weg zu einer kleinen Burganlage, die sogenannte Wasserburg. Tja, Wasserburg, Aue, wird den vielen Leuten nichts sagen. Tatsächlich ist es so, dass das Werratal hier durchzogen von vielen Burgen ist. Wobei, wenn ich dann mich umgucke, natürlich Rothestein, Schloss Wolfsbrunn sind alle neueren Datums. Also das ist nicht unbedingt was historisch Wertvolles. Allerdings die Wasserburg, auf die ich jetzt hier gerade zulaufe, die stammt eigentlich aus dem 11. Jahrhundert und ist von derer von Aue gebaut worden. Ja, in der ersten Linie war das eigentlich hier dazu gedacht, dass halt die Fuhrleute, Ritter und so weiter eine Möglichkeit zur Einkunft haben. Deswegen gibt es auch, wenn ich jetzt so ein bisschen mich umdrehe von den Räumlichkeiten her in die Gegenrichtung gucken würde, gibt es den sogenannten die Ritterbehausung, das alte Rittergut. Ja, hier, ihr habt es gerade hier hinter mir gesehen, das ist die alte Wasserburg, wobei der Turm mit den großen Zinnen obendrauf, der ist nicht ganz so neu. Der ist von den Freunden der Wasserburg wieder aufgebaut worden. Hier finden richtig historische Arbeiten statt mit Ausgrabungen. Man versucht halt anhand alter Pläne und so weiter, diese Burg wieder herzustellen. Vor Weihnachten findet hier regelmäßig auch ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Es gibt andere Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt, wie Flohmärkte oder Rittermärkte und ähnliches, wo man halt entsprechend so das Leben vor 100 Dunnemals nachmacht. Ja, was halt hier dazu gekommen ist, es ist mittlerweile ein Außenposten des Standesamtes der Stadt Wanfried. Das heißt, wer möchte, kann in dieser Burganlage oder an dieser Burganlage auch heiraten. Also das ist dann schon mal was ganz was Besonderes. Es gibt ein kleines Turmmuseum. Allerdings ist das momentan gerade im ich sag mal so, ich bin jetzt gerade zu einer recht unchristlichen Zeit hier. Es geht auf den Sonnenuntergang zu und da ist natürlich um diese Zeit hier keiner mehr hier vor Ort. Aber man kann immer wieder reinschauen. Es gibt auch so einen kleinen Förderverein, der das Ganze hier so ein bisschen in Schuss hält. Drüben das Rittergut ist im Privatbesitz, kann leider nicht begangen werden. Ich sag mal so, es ist auch seit Jahren dort nicht wirklich viel saniert worden. Die Eigentümer, die haben dort mächtig viel zu tun, dass sie das wieder in Schuss bekommen. Drumherum, hier um diese Anlage, findet man sehr viele Koppeln mit alten Schafsorten, Pferden und so weiter. Und direkt so etwa 150 Meter hinter mir geht der Werratal-Radwanderweg vorbei. Wenn man dann in die eine Richtung Eschwege, in der anderen Richtung Wanfried fahren kann, ist es ein Teil meiner früheren Joggingstrecke, wo ich regelmäßig zwischen Eschwege und Wanfried sonntags morgens gelaufen bin. Und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann wieder kann. Ich hoffe, das war mal ganz interessant für euch, mal zu sehen, wo und wie man früher hier gehaust hat, was es hier Sehenswertes zu beschauen gibt. Wenn es euch gefallen hat, wäre ich froh, wenn ihr das teilen würdet, ein Like da lasst oder einen schönen kleinen Kommi, wo ich vielleicht demnächst auch nochmal vorbeischauen könnte. Ich bin ziemlich viel hier im Kreisgebiet unterwegs und gucke mir gerne das ein oder andere an. Ich sag mal so, es gibt vieles hier Interessantes zu sehen, zu begehen. Ich mag es auch ganz gerne, mal eine kleine Wanderung zu machen, einfach nur, um in Bewegung zu bleiben. Ich denke mal, das war heute mal ein schöner kleiner Auftrag. Schauen wir mal, was wir hier noch so alles Wunderbares finden. Ja, bringen wir doch einmal ein paar Facts. Ich war bei der Wasserburg
in der Nähe von Wanfried im Örtchen Aue. Die Wasserburg wurde etwa im Jahr 1200 erbaut. Rund um die Burg ist ein kleiner Wassergraben, den man so eigentlich nicht mehr wirklich erkennen kann. Den wurde erst nachträglich freigelegt. 1272 wurde erstmals die Adelsfamilie von Aue erwähnt. Ritter Albert von Aue wurde im 14. Jahrhundert zum Burgmann zu Eschwege benannt. Also von daher, die Burg ist schon ein bisschen älteren Datums. Allerdings starb Mitte der 1435er Jahre die Adelsfamilie aus und Ende des 16. Jahrhunderts wurde oberhalb der Burg, also über der jenseits der Landstraße, direkt was sie an dem Gelände anschließt, ein Herrenhaus errichtet. Die Burg wurde im Dreißigjährigen Krieg vernichtet und nicht wieder aufgebaut. Also von daher ist da leider nicht allzu viel, man sieht es auch an der Burg, der kleine Turm auf der Seite, der ist nachträglich wieder aufgebaut worden im Zuge von Restaurations- und Ausgrabungsarbeiten, die Anfang der 2000er Jahre begonnen haben. Ja, was es noch zu sagen gibt, um die Burg finden regelmäßig Veranstaltungen statt, wie ein kleiner Weihnachtsmarkt oder ein Ritterfest. Also es lohnt sich durchaus, dort mal ab und zu mal vorbeizuschauen. Manchmal sieht man auch welche von dem Verein, der die ganzen Sachen mit den Ausgrabungen macht. Also es ist ein Ziel, was sich lohnt, einfach mal anzusehen.